ne? Dann sind wir wieder im Geschäft mit dem Dr. Tape Rider, der auch wieder dabei. Ja. Weil war schon einsam ohne die. Mm. Ist echt, merkst richtig, also wenn ich jetzt allein so ein bisschen spüre, ist er schon ein bisschen meine tote Hosen, weil alles immer wieder sich wiederholt, so oft, weißt du? Und die Quests her machst du ja doch immer sehr ähnliche Sachen, jag das oder fang das, ne? Ja, aber Dings nicht, mit der Zeit nicht, die größeren Monster machen es nicht, denke ich mal. Ja, ich denke eh, aber ich sag nur, was die kannst du dann auch immer wiederholen, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, ist das natürlich dann auch so. Larifari. Ja, ja. So, jetzt reden wir mal den Kommandanten an, da den guten Burschen. Muss dir nicht noch Quest aufgeben, noch für mir. Gute Arbeit mit dem Lager. Ich wusste, dass du das schaffen würdest. Und jetzt sind wir endlich bereit. In Ordnung, Jäger. Die Bucke-Bucke-Jagd kann beginnen. Sobald du das Monster gejagt hast, können die Gelehrten sich die Hinweise ansehen, die du gefunden hast. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es für die Kommission ist, den Bucke-Bucke zu besiegen. Dies könnte unsere Chance sein. Viel Glück und sei vorsichtig. Ja? Hm? Ein dringender Auftrag für Fünfte. Ein dringender? Ich hoffe, sowas ähnliches. Rede mit dem Anführer des Feldteams. Na, bei mir steht Rede mit der Wildexpertin. Okay. Aber was? Dann reden. Ja, ich rede mal mit der Wildexpertin. Ich geh mal Schmiede schauen, vielleicht gibt's was. Ja, ich hab schon eine geschmiedet. Ich hab ein bisschen was gemacht. Weil die andere Rüstung, da geht nur bis 16 Verteidigung, ne? Aber die andere, die braucht glaube ich mal 5 Punkte, ne? Für einmal upgraden, ne? Das ist doch schön. Ah, ja. Mensch, so, Mensch. Was will die Hübsche da schon wieder? In Ordnung, Partner. Es wird Zeit, dass wir auf Pucke-Pucke-Jagd gehen. Ah. Wenn das erledigt ist, achso, sie ist ja froh. Wenn das erledigt ist, können die Gelehrten untersuchen, ob die Schlanke vom Zora Magdaros stammt. Ja, verknackert. Ehrlich, von welchem Monster könnte sie sonst stammen? Ich bin zwar keine Gelehrte, aber glühendes Lavagestein. Hallo! Grüß euch! Okay. Oh, die Knackerl. Neue Quest bekannt machen. Aufgaben. Dringend Pukai-Pukai-Jagd Stufe 3. Im Mokka-Hausübung machen. Spieler 2, dann laden wir in Dr. Tape Rider ein. Darf ich mitspielen? Jawohl. Hast du schon die drei Lager? Drei Lager? Ja, weiß ich nicht. Was für Lager meinst du? Ein Radlager? Westliches Lager? Achso, ja. Ein nördliches habe ich noch. Westliches, nordwestliches und nordöstliches habe ich heute zufällig entdeckt. Ja, das ist oben im Norden, ne? Ja, eins ist bei 1 halt, das andere ist bei 11, das andere bei 8. Ja. War halt zufällig. Weil das nördliche so brauchst du noch auf 5 in Tobi. Aber den wirst du noch kennenlernen. Ich geh aber beim ersten jetzt hin und fertig, ne? Warte mal, ich hab viel Gutscheine, ich könnte jetzt wirklich mal einen nutzen, weil ich hab viel. Ich hab auch noch einen. Ich nutze mir mal an, weil. Ja, mal testen, ne? Ein super Glück-Gutschein für einen super Glück-Gutschein und die Quest bekannt machen oder ihr beide, ja, dann benutzen wir einmal, ne? Ich werde benutzt. Ich weiß ja nicht, für was der ist. Ich glaube, dann kannst du gratis essen oder so. Ja, das weiß ich nicht. So wie verschwendet, glaube ich, den Gutschein. Ja, ich habe jetzt voll, weil was du tun? Kannst du nur 5 haben, ne? Ja. Hast du schon das so, Aussichtskarte? Warte auf Mitglieder, ja, ich weiß schon. Und das Schnauzekarte, okay, passt. Verfügbare Aufgabe. Verfügbare Aufgabe. Wo gehst du denn ein nördliches Ding? Was muss man? Nein, das erste bin ich gleich gegangen. Ein Bukai. Ist der nicht weiter oben da? Ist ja wurscht. Ja, ist ja wurscht, okay. Ist ja wurscht. Quest annehmen. Ich nehme. Ich würde das schon hinbringen, aber sonst. Warte auf Mitglieder. Sehr gut. Und Chakalaka. Töre. Ja. Benjamin Blüm. Benjamin. Wird der eine Kassen Gundula Gauser? Nein. Ja. Die Rasenreporterin dahinter. Wenn wir sie in den Wald gehen wollen. Okay, passt. So, ich geh da mal was essen. Kantine. Mit Gutschein bezahlen, ja. Nutze Gutschein. Ne? Du musst da hinten separat essen, ne?
Gutschein benutzen, verbleiben 3. Mit Punkte bezahlen? Ja, ist scheiß drauf, ich weiß genug Geld. Mit Geld bezahlen. Eigenes Rezept. Was macht man da Schönes? Gemüsegericht. Aha. Gesundheit. Hallo, Baby. Okay, ich mag Gemüse, es kommt immer das Gleiche aus. Ich mag Gemüsegericht und da stellt man Fisch hin. Das gibt's ja nicht. Bestätigen? Nein, das geht nicht. Muss mal abbrechen. Eigenes Rezept. Das ist schon ein bisschen komisch. Schau, ich krieg immer das Gleiche essen, egal was ich nehme. Da haben wir jetzt schon beim Fleisch gekriegt, ich krieg immer einen Fisch. Na. Wie viel muss denn da? Herr Mikesch! Ja, warte mal. Hallo, Herr Mikesch! Na, wie im Fleisch? Ja, nein, scheiß drauf. Abbrechen. Was ist der schon alles hat, du? Ich muss Fleischgericht. Ja, der wird da vorausgespült, der Dave. Ich nehme ja ein vegetarisches, ne? Ein vegetarisches Wecker. Mhm. Schaut aber nicht vegetarisch aus, wenn sie einen Schweinsbraten ausholt, ne? Ja, ich sag ja, ich hab Gemüsegericht genommen und ich krieg einen Fisch, oder? Ne, das ist ja Händel aus. Also. Und wenn ich Fleischgericht nehme, krieg ich einen Fisch. Ich krieg immer einen Fisch, oder? Ich weiß nicht. Und was das lustig ist, ein Salat hat er übrig gelassen. Ja, braucht er nicht. Oh, da, die armen Viecher habe ich alle umgebracht vorher, weil ich diese 16 Kleintiere töten habe müssen. So. Ja, wo bist denn du? Jetzt sollen als Kleintiere, nämlich, was? Ne. Ist ja überhaupt nicht klar. Aha, da ist er. Ja, ja. Ich hab schon mal geklaut wieder. Der Eierkollektor? Ja, der legt immer die Eier. Deswegen schaue ich nicht hin, das ist pornografische Darstellung, ist auf YouTube verboten. Der gern Strike, weißt du? Strike! Einer von den drei Dr. Tape Rider, den wir verliert haben. Oh, ja. Ich aufpassen. Ich muss ich red flaggen. Ja, wo bist du jetzt? Warte mal. Ja, ich lauf einfach einmal, ich suche einmal Spuren, das ist ja wurscht. So. Null Beere. Null? Was sagen wir jetzt in den Buckei? Ah, scheiße, ich bin voll, ich hab vergessen, ablenken. Ah, weh. Musst du aussehen? Jetzt, ich will. Nein, um Gottes Willen. Scheiß der Hund, halt. Den Buckei muss ich mal erwischen, ja. Ich hab ich heute schon einen. Heute hab ich schon einen gekillt. Den hab ich zerfetzt, Alter. Das sind die. Der Schwanz war weg, die Flügel waren hin, Alter. Ach so, ja, ja, ja. Ja, der wild ausgeschaut, die arme Sau. Ja, die. Richtig verkrüppelt. Ja, nee, komplett fertig. Hoppala. Pflanzen sammeln, Knödel sammeln. Ja, ich bin schon einige Monster begegnet, ne? Ja. Der war nicht so allein zum Überwältigen. Ja, ich hab diese Ananas nicht mehr nicht geschafft. Ja, ihr nicht, nicht, ne? Ich weiß nicht, was das ist. Ah, das sind die Würde. Gute Bande. Hast du irgendwas markiert eigentlich? Weil nein, meine, ich laufe einfach nur. Weil meine Leuchtkäfer da irgendwas sagen, ne? Da ist was in der Nähe. Ja, die sagen immer, ne? Die sagen immer, boah, ich hab das ein bisschen. Wer kommt her da? Hallo! Ich brauche euch für die Quest. Gebeitscht. Hey, 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 ganz ruhig, Digga. Ja, das Schlimme ist aber, wenn es halt schon 50 Mal so ein Großjagras gejagt hat, oder ja. Das wird dann halt. Oder wenn es, wie gesagt, ich heute halt, das allein aufkommt, ist schon schön. Ein bisschen öd ist er schon geworden. Ja. Da läuft er gerade, wenn es. Bei dir, oder was? Ja. Er schreit gerade an. Dann kannst du nicht markieren, aber wenn er bei dir ist. Ich hab irgendeine Spuren halt einmal gefunden. Achso. Alte Federn, das müsste er sein. Federn verliert er immer. Warte mal. Verdammt. Ja, oh. Da kommt was anderes. Na, du hast was anderes, du hast die Anja, glaube ich. Ja, aber Federn habe ich gefunden. Federn sind einmal verliert. Der hat ja keine Federn, die Anja. Na, das ist der Bukka, glaube ich, oder wie der heißt. Ja, der hat Federn. Also bin Bukai, ich. Bukai. Einen Knochenhaufen, den brauche ich ja.
Sehr gut. Naja. Feldforschung. Hey, Partner! Hey, Partner! Hast du Probleme in Silo 1 einfach zu? Ja, Alter, was ist mit der Frau? Mit dieser so Dr. Daybrider ist dabei, ich meine, ich weiß was. Ja. Ich hab keinen Bock, einfach Spuren gefunden, okay? Wo? Wie war? Ich komm da zu dir. Da ist er! Bei mir ist er! Okay, unterwegs. Ich hab schon. Unterwegs. In die Fresse! Oh, keine Noten. Hm. Setz hier oben. Hoppala. Immer vorm Gesicht. Na, Alter. Kommt die Anja? Na, hat mich vergiftet, weil er so dumm ist. Achso, da ist er ja. Ja, dringt das gegen dich doch, Alter. Wir lenken da mal ab. Naja, bis er das auch, dass die Welt. Wo flügt denn hin jetzt, als bin ich da? Er hat schon schön geredet. Ja. Oh, weil da ist ja der Dino. Ja, der hat da was verloren. Pucke-Pucke-Material. Der Dino ist. Der hinter uns ist ein bisschen ungemütlich. Ja, ich gehe. Ich lauf lieber. Ich brauch die Anja nicht. Aber den müssen wir irgendwann einmal. Ja, schaffen. Ich brauch 4 Stück von der. Ja. Wo ist denn jetzt der? Ich glaube da vorne, einfach mir nach. Ich habe ihn zwar nicht markiert, aber da vorne ist er schon da vorne. Okay, erst schreien. Ja, nein, siehst du unten auch immer. Ja. Stimmt, genau, ja, da ist er. Dann müssen wir unbedingt Sterbehilfe geben. Hoppala! Ja. Immer so aggressiv die Viecher sind, wenn man es schlagt. Ei. Ei. Jetzt kommt der ja noch. Ah, weh. Also der Rennfeld. Ah, ja, da. Ja, ich glaube, er hat das so oft gemacht, der geht mir schon so auf die Eier. Schau, kann der sich nicht einfach so verpissen, ja? Andere Probleme. Ne? Mhm. Kaboom! Ja, schau mal. Jetzt hockt der mir mal, der macht das einfach. Wo ist denn der Jagger? Ja. Die Bumsfliege. Jetzt geht's Schwanz an Lob. Na. Fällt mir Stickerl. ATK. Renn ich da. Ja, ist der fies, jetzt hat er mich wieder angespuckt mit der Kacke. Ja, das ist ja schade. Ein Schlürfi trinken nur mal da. Aber der hat gerade wieder ein paar Federn hat er verloren, ne? Federn sind super. Kannst du schmecken? Mit fremden Flecken? Ja, der Jagras, der geht mir so auf den Jagras. Der ist schon so langweilig zu machen. Nee. Man, der wird sicherlich noch irgendwo anders sehr stark sein, aber das ist schon so. Boah, da schaust du gar mal hin, da weiß ich schon nicht einmal mehr aus. Was nee. Weil einfach so, ich weiß nicht. Interessant ist ja. So, irgendein anderes Viech ist schon wieder da. Ah, die kleinen Todeln, Alter, die gehen mir so auf den Zager. Die brauchen die. Mit einem Haus, das ist eigentlich. Ich renne einfach mal zum anderen vor. Ja, und das ist ja warte was, mal. Mach nur, was du machen musst. Das ist nicht so. Nein, ich rutsche mal da. Was? Hallo. Ich bin's. Einzige Pilzkolonie.
Da sind die Kleiner wieder dabei. Ist er wieder am Essen? Ah, ja. Er spuckt dich wieder an mit deinem Gift. Ich glaub, das wird nicht reinrennen. Jetzt hebt er wieder ab, wo ist er? Ah, ein paar Tier hinten. Wie geht denn das da? Schau, schau, schau! Yeah. Der Schwanz hat jetzt ein bisschen auf Blatt. Oh, weh. Ich will nichts sagen, aber der hat mir ein bisschen Exkremente beworfen da mit dem. Geil! Es gibt Leute, die zahlen für so. So, jetzt bin ich wieder fit. Jetzt kriegt er wieder einen. Hit. Ja, Alter, ich kann ja nichts. Ich muss doch Geld geben, mein Kollege. Ich probiere noch ablenken. Ach schon, ich weiß nicht. Und eine da. Jetzt hebt er wieder ab. Ich geh mal wetzen. Ja, genau. Da oben ist. Ne. Ja, tut mir das ein Schwanzerl aufladen. Gleich geht's los. Die hohle Weste da. Ja, Alter, ich weiche aus, aber. Das ist ein richtig Chaos, Rücken. Was machst denn du da? Ah, da ist er. Vergiftet. Hoppala. Bin gefallen. Oh, das ist ein Schwanzel verloren schon? Nein, oder? Ich schmeiß noch. Jetzt ist er ab, so. Aber der muss den einsammeln, ne? Ja, wo liegt denn der Schwanz? Ja, jetzt musst du einfach einmal draufhauen auf ihm und da kannst du. Ah, da hinten liegt er, hinter ihm. Hab ich schon gesehen. Der dreht immer richtig um mich. Genau. Und drauf, schau, schau, schau. Batsch. Ich geb ihm von hinten. Das schaut immer so geil aus, wenn er so drauf guckt. Beim Stummel, Alter, der Haus, damit ist ja echt verrückt. Hoppadla! Das gibt's ja nicht. Der macht's immer falsche Seiten, ne? Das ist so. Ja, ich kenn das Problem, das ist. Das ist furchtbar. Der Vormann hat ihn anvisiert und er kann einfach nicht. Ja, jetzt hebt er ab, ne, wenn ich das machen will. Jetzt haut er ab. Ja, nehmen wir so Schwanz, wo ist denn das? Da liegt schon bei mir. Ja. Ah. Okay, Schwanz. Er muss den Schwanz aufschneiden, damit ich den Schwanz kriege. Mhm. Schwanz, Schwanz. Der Schwanz von Franz. Wer stinkt das so? Franz, der Schwanz. Ja? Da ist noch was? Wieso glitzert denn der noch? Weiß ich nichts mehr. Ah, ich weiß nicht. Das war ein Knochenhaufen, weiß ich nicht. Warte mal, wo ist er nicht so? Ah, ich markiere ihn einmal. Tut mir leichter, glaube ich, ne? Ja, ich habe ihn nicht markiert. Ja, schon. Jetzt sagt es mir gar nichts mehr an. Mir schon? Scheiß drauf. Vorne ist der Dings, ne? Der Viagra. Ja, der ist ja immer da. Da. Boom! Einfach vorbei. Den mag ich keiner. Nein. Jetzt müssen wir mal laden. Ah, oh, Fußspuren. Ja. So ist das. Geil. Jetzt kriegen wir die Bonusmeilen gleich. Wenn man dran riecht, Alter, ich weiß nicht, was das ist. Das macht mich fertig. Das ist ein richtiger Fetisch. Ja, ne? Das ist eben. Hey. Das einfach greift, ob es warm oder kalt sind, riecht er da. Wo bin ich? Wo ist er? Das ist ein Schnüffeln.
Da oben ist er auf seinem Nest. Schau mal, da muss was. Warte mal. Muss ich was testen? Ich stehe gemütlich neben ihm. Ah, jetzt geht's. Und die scheiß Viecher. Jawohl. Ich muss die Viecher noch sammeln da. Komm mit, du scheiß Stechmücke. Bist du schon unterwegs mit dem Fighten? Ja. Wo steht er da oben? Ja. Warte mal, ich muss das mit einfangen, das Viech. Die Insekten muss ich fangen, nämlich 16 Stück. Ja. Ja, wie kann man da fangen mit dem Netz? Ne, hast du schon mal ein großes Viech gefangen? Nein, ich hab jetzt nur die Insekten da jetzt. Jetzt hab ich's hingemacht. Super, mit dem Netz hab ich's da schlagen. Ja, aber das muss mir passieren, immer so lustige Sachen. Aua! Was ist da? Da geht sich schon ab mit dir da um. Ja, sehr. Der schreit ja schon da. Na komm auf einmal. Ist schon komplett verschnitten. So, warte mal, ich fahr mal rein da. Mal's. Komm, geh mal! Ja, ich habe es geschafft. Der Kommandant jemanden entsenden, um zu sehen, ob die Schlacke uns zum Sora Magdaros führt. Was für Schlacke? Ja, aber das ist ja der. Geht schon? Ja, was schaust du nehmen? Ne? Die Duftdrüsen. Oh, sein Morschuss. Ja. Wo ist denn sein Mojo? Jojo? Vorne vielleicht noch was? Ja, da ist noch was. Knochen. Okay. Knochen brauche ich. Da ist super. Okay, dann... Knochen haben. Alles da, du. Ja, da habe ich das letzte Mal auch besiegt. Ist ja witzig. Es sind irgendwie immer die gleichen Stellen, die Finger. Ja, Vater, lass ihn her. Ich schnapp ihn weg. Da wird gleich besser werden. Ah. Ja, jetzt geht's zurück. Heute habe ich das Schwein spazieren getragen, habe ich einen Namen geben können. Also? Ja, das heißt jetzt Tape Rider. Auwe. Auwe. Jetzt kann man echt umbenennen oder was? Ja, ich weiß nicht warum. Auf einmal ist es gar nicht. Ach, schau, ist schon Stufe 11 ist er schon, mein Kater. Echt so bist du. Naja, der fährt weg. Meiner ist auf 9. Schleuderschütze. Niemand hält die Kommission auf Errungenschaft. Ich bin ein richtiger Schleider. Ja, ein Notenschleider. Hm? Ein Bordsteinschwalbe. Jäger der Fünften, komm zu mir. Ich habe eine dringende Quest für euch. Ich gebe mal Quests ab, ich muss mal da. Wie läuft's denn? Jägerpunkte. Sehr gut, die werden sich da verschreiben. Oh. Na, eine Kugel, zwei Kugeln. Ausgezeichnete Arbeit mit dem Pucke. Ich wusste, dass ich die Aufgabe in die richtigen Hände gegeben habe. Nur, um dich auf den Laufenden zu halten, wir sind dem Zora Magdaros jetzt dicht auf den Fersen. Aber wir müssen noch mehr herausfinden. Die Fünfte soll die Gelehrten während ihrer Nachforschungen beschützen. Ich übergebe dir die Führung in der Wildturmödnis. Die Quest beginnt, sobald du vor Ort bist. Ja! Jetzt geht's los, Alter. Neues Gebiet! Ach, das will. Ja. Jetzt geh ich aufs Schwein zu. Ja, mach mal. Klatsch, klatsch. Streichel, streichel. Kraul, kraul. Rufzeichen, okay. Ja, super, das trittet mir weg. Ich weiß nicht, ob es hochgekommen, ob es mitgenommen, ob es einen Namen gegeben. Blödsch. Ja. Mach gleich Schnitzel, das Tier. Ja. Und das schmeiß ich weg.
Die sind wie Katzen, ne? Zuerst kommen sie schmusen und so, und dann trennen sie sich auf den Rücken und dann treten und beißen den hier. Ja, klar. Viecher, das sind so. Vielleicht muss ich von hinten kommen, ne? Ja, von hinten. Schau, da, da. Jetzt hast du wieder. Da, bei mir hast du einen Tape Rider. Der Tape Rider, da lacht er schon. Wo ist denn der? Die Schweine. Das ist so gar nichts. Streicheln, hochheben, ich kann die Kleidung ändern. Was? Ja. Neue Ware auf Lager. Hast du irgendwas gekauft oder irgendwas? Nein, ich hab keine Ahnung. Auf. In den Beutel. Jetzt haut er mich um. Hä? Mach er nicht. Der Tape Rider. Das ist ein Pyjama, oder? Ich glaub, ich bin. Das lacht er wieder voll. Bleib da. Kommst du hoch, Alter. Gibst du noch ein Oberschwein oder ist es das da, wo es unten ist mehr? Ja, der Pogi da, ne? Der. Hm? Pogi oder wie er heißt, steht da eben nicht. Du kannst ihn dann umbenennen und alles. Pogi, ja, aber ich kann den nicht umbenennen. Ich. Streichen. Also da oben ist irgendwas gestanden, nicht so. Okay. Warte mal. Aufnehmen. Okay. Was hast du gefunden? Ach, schau. Das haut mir immer um, das Schwein. Das Schwein, Schwein. Komm her, du. Streicheln. Sobald ich streicheln druck, ist vorbei. Ich müsste noch ein großes Monster fangen und einmal müsste. Warte mal. Muss ich zum Schaffen sein. Grauen, grauen, streicheln. Was? Sobald ich B drücke, dass er zum Streicheln rammt, er mich nieder. Ich hab ihn spazieren dran. Aufhören. Er hat den Drogen wie so ein kleines Baby, oder? Ich war ganz schön. Ach so, wenn das Rufzeichen ist, musst du noch den aufhören. Dann ist ihn zu viel. Jetzt kann ich streicheln, hochheben, Kleidung ändern, ja? Ja. Namen ändern. Aha. Was haben wir da? Ich habe nichts. Outfit. Ja, ich war nicht voll was. Ich hab Outfit. Hochheben, streicheln. Namen ändern. Detlef die Sauce. Ja. Detlef die Wurst. Detlef die Wurst. Hans Wurst. Hans Wurst. So, streicheln. Was haben wir da noch? Achso, dann habe ich da jetzt eine Quest wieder gekriegt. Die beste Art von Quest. Das ist in der Ödnis, ja. Optionale Quest, da habe ich nichts. Hm. Und das Buch, wenn wir den Kleidung ändern. Ja, Jage groß, ja krass. Outfit Farbe könnte ich ändern. Ja, dann werde ich das nicht mal schnell machen. Einen großen. Machen wir es richtig so 80er-Style, das da. So. So. Ja. Wieder. Dann schreiben wir das einmal aus, die Quest. Da. Ah, ich weiß den Namen nicht, die blaue Sau. Die blaue Sau. Dann warten wir mal. Okay. Nein, geht schon. Warte, ich komm schon. Ich hab schon ausgeschrieben, Quest. Ich muss noch schnell diesen Jagdgras nochmal. Ja. Oh mein. Das geht eh rucki zucki. Ich weiß ja, wo der ist. Untersuchungen. Dann hab ich das fertig. Ich muss nur noch anfangen, aber das check ich nicht, Alter. Ich weiß ja nicht. Weil ich schmeiß mit den Nades da, mit den. Es passiert nichts. Nein. Also du musst irgendeine Falle aufbauen oder irgendwas? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich schmeiß und es passiert einfach nichts. Also dass es nicht so umfliegt und dann ist. Zeitlimit. 30 Minuten. Warte mal, musst du Tränke flattern. Aber. Was? Außer nichts, ist ja nur der Jahrgras. Ja, kann ich verkaufen, noch, vielleicht. Obwohl Gold habe ich nur, glaube ich einmal. Ja. Was ich weiß, kriegst du ja gleich da fuhren. Groß Viagra. Ja, das große Viagra. Stufe erhöht. Na, da hinten kommt er normal immer, ja. Ja, genau. Kommt immer hier raus und snacken.
steht immer rum, der Wahnsinnige. Also warte mal, kann ich das Vieh fangen da? Traut nicht mehr, ich brauch Tränke wieder. Sag Opa. Schau, geht der ESL gleich in die Schnauze rein. Ich fange einen Großjagd. Geht nicht. Nein. Die Kroze hat sich geschrien. Zuerst musst du ja sowieso schwächen, ne, aber... Naja.